Gießen ist ein Dorf, man kennt jeden, da sind viele nette Menschen dabei, die ich auch nicht missen möchte. Also ich bin Gießen, ich bin im Herz von Gießen geboren, bin als Kind hier aufgewachsen. Ich kenne jeden Stein und so wird es auch bleiben. Ich bin der Thomas Nohl aus Gießen. Meine Familie und ich, wir betreiben ein Geschäft in Gießen seit über 200 Jahren und beschäftigen uns mit Goldschmiede und Messerschmiede. Und ich bin der Messerspezialist. Die Herausforderung ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich meine Messer entwickle, ist die Herausforderung, einen Gegenstand zu machen, der im Gebrauch einfach perfekt ist. Und wenn er dann gut funktioniert und in guter Qualität gebaut werden, dann kann man ihn ein Leben lang benutzen und wird sich immer daran erfreuen. Qualität drückt sich für mich aus in Gegenständen, die ein Leben lang halten, die man wie ein Messer schärfen kann, mit denen man alt werden kann, die man reparieren kann und die man sein Leben lang mit sich führt und die einen begleiten. Das sind Dinge, die haben Qualität. Vor der Natur und der dazugehörigen Tierwelt habe ich großen Respekt. Ich bewege mich gerne in der Natur. Am liebsten finde ich sie vor, so wie sie natürlich ist. Und man kennt selber das Gefühl, wenn man durch einen schönen Wald geht und findet dann auf einmal einen Pappbecher oder einen Plastikbecher, das stört einen. Und so stört mich das auch. Wir Jäger haben in Deutschland, wir sind keine Hobbyjäger, wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Der ist klar definiert von der Jagdbehörde. Wir haben vorgeschriebene Zahlen, die wir jedes Jahr erfüllen müssen, die kontrolliert werden, die abgestimmt werden müssen. Und in diesen Zahlen bewegen wir uns. Natürlich, wenn man sich viel in der Natur aufhält, bekommt man schon ein bisschen Gefühl, wo ein bisschen mehr oder weniger wild ist. Und das muss man natürlich berücksichtigen und dann in seine Pläne mit einbeziehen. Genuss ist für mich schon, an einem Lagerfeuer mit netten Leuten zu sitzen in der Natur und eine Wildschweinbratwurst zu essen und eine Zigarre zu rauchen. Das ist für mich höchster Genuss. Glücklich macht mich meine Familie. Das ist die Basis für alles. Und ansonsten bin ich glücklich, wenn die Zeit etwas entschleunigt wird. Das heißt, wenn man einfach mal Momente hat, die man so machen kann und gestalten kann oder sich beim Sport abreagieren kann, ja, mehr brauche ich eigentlich nicht. Und es beeindruckt mich immer mehr die Einfachheit der Dinge und die Natur. Das sind manchmal einfache Begegnungen, aber es ist schon so, dass bei mir stark das Erleben in der Natur, sei es unter Wasser, über Wasser, im Wald, im Dschungel, egal wo, da hole ich meine Kraftmomente. Und da zähle ich auch sehr lange von. Also auf geht's. Ich würde sagen, damit wir alle jetzt ins Bett kommen und morgen im ersten Sonnenlicht wieder da sind, schnappen wir unsere Sachen und gehen ins Bett. Gute Nacht.